So, voilà, so läuft das. So, hallo, hallo, liebe Alpha-Freunde, liebe Hundefreunde. Habt ihr Lust auf ein bisschen Real-Life-Talk? Real-Life-Dog-Talk? ja, das ist einigermaßen so. Ich muss jetzt da nicht noch lange perfekt rumschauen, sonst wird das heute nichts mehr. Also, heute haben wir Ava und Aragorn das erste Mal zusammen alleine zu Hause gelassen. Beziehungsweise, es ist ja so. Wir haben die Kleine ja letzten Donnerstag, also das ist jetzt noch nicht mal eine ganze Woche her, vom Wallis abgeholt und mit nach Hause genommen. Und ja, hatten noch den Rest der Woche Ferien, Urlaub, und am Montag ging es dann schon wieder los, ne? Also, es ist ja so, dass, also Stefan, der arbeitet ja sowieso 100%, und ich habe auch noch eine Teilzeitstelle, weil von der Hundeschule alleine, das lässt sich noch nicht leben. Das ist einfach, ja, ich finde das auch ganz gut, weil so habe ich, kann ich das so machen, vom Herzen her, und muss da nicht irgendwie aufs Geld achten und nicht irgendwie aus finanziellem Druck irgendwas machen und so. Und immer ist das ganz gut so. Ja, nun, ich weiß übrigens nicht, wieso meine Kamera immer so pulsiert. Das, keine Ahnung, was das soll. Wenn das jemand weiß, bin ich immer sehr froh, wenn man mir solche, wenn man mir Tipps gibt, was man da machen kann. Auf jeden Fall, ja, berichte ich euch heute mal, wie das gelaufen ist, weil normalerweise bei Aragorn, der kennt das ja von klein auf, war nie ein Thema mit dem Alleinelassen, das hat man schon kleinschrittig aufgebaut, und das ist auch immer so eine gewisse Vertrauenssache. Und ich sage auch immer, das hat ganz viel damit zu tun, wie man nach Hause kommt, wie man rausgeht und so weiter, pipapo. So. Also, jetzt, die Kleine hat schon viel von unseren Hausregeln mitgekriegt. Die macht das wirklich tipptopp, aber die kann ja noch nicht alles wissen, ne? Die muss ja noch lernen. Ich meine, die ist jetzt gerade mal 20 Wochen geworden am Montag. Gut, aber jetzt, musste ich am Montag, Dienstag wieder ins Büro. Stefan war aber im Homeoffice, das hat tiptop geklappt. Und jetzt heute Mittwoch hatte ich eine Privatstunde, war auch kein Problem. Ich habe die beiden mitgenommen, im Auto gelassen eine Weile. Geht jetzt bei den Temperaturen noch tiptop. Bin dann mit denen raus und ja, dann war schon bald Mittag. Und habe dann noch, bevor ich zur Hundeschule bin, mit beiden noch was gemacht zu Hause, im Garten, noch ein paar kleine Sachen. Und die waren eigentlich angenehm müde, nicht überdreht, nicht aufgeheizt, sondern eigentlich, ja, tiptop bereit zum Schlafen. Gut, dann, ja, Stefan hatte Office Day, also der musste raus, und der muss dann manchmal auch zu Aufträgen hin und kann dann nicht einfach, ja, der ist dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist er nicht da. Ja, schauen wir jetzt, ob das so bleibt, aber dann bin ich eben zuständig, ne? Gut. Und in die Hundeschule wollte ich die beiden jetzt nicht mitnehmen, und vor allem auch die Kleine, die Aragorn, habe ich auch schon mitgenommen. Aber der ist ein bisschen älter, der kennt, wie das läuft und so weiter. Die Kleine, aber ja, die nehmen wir dann am Samstag mit, wenn Stefan sich kümmern kann, dass der wirklich da auch das ganz gut aufgleisen kann, und ich will die nicht so nebenher haben, ne? Weil wenn ich mich dann um die anderen, um die Kunden und ihre Hunde kümmern muss, dann kann ich nicht auch noch auf die kleine Ava schauen, ne? Und ich will die auch jetzt nicht in ihrem Alter schon irgendwo parkieren, wenn denn die anderen dran sind, das wäre nicht besonders schlau. Gut, also dachte ich mir, okay, das muss jetzt gehen, weil die sei ja auch schon ein bisschen gewohnt, allein zu bleiben, auch mit den Hunden allein zu bleiben. Okay, und ich weiß auch von Aragorn, der korrigiert sauber. Also wenn es was irgendwie zu beanstanden gibt,
ich kann dem eigentlich recht gut vertrauen. Ist natürlich immer irgendwo ein Restrisiko, so dass am Anfang hat man immer so ein bisschen so, ja, noch ein flaues Gefühl, ah, okay, finden die das richtige Maß und so, für Aragorn ist das jetzt auch neu, mit einer kleinen Hündin zusammen, aber das ist im Alter, wo das ihn noch nicht so wahnsinnig stresst, wie wenn er jetzt vielleicht 9 oder 10 oder 11 Jahre alt wäre, ne? Oder ein Althund, dann wirklich, dann muss man sich das wirklich gut überlegen, ob man dem Hund nicht zu viel Stress zumutet mit so einem kleinen, quirligen Bündel, ja. Gut. Dann bin ich raus, ne? Und keine Geschichte draus gemacht. Die sind mir nochmal nachgelaufen, ich habe die nochmal auf ihren Platz verwiesen, aber unspektakulär, ne? Also ich gebe da nicht Kommandos vor mit dem Kissen oder mit dem Platz, sondern ich bringe die einfach wortlos zurück nochmal. Körpersprachlich ein bisschen ganz unspektakulär, unaufgeregt, ne? Und dann sind die auch geblieben. Ich bin zum Haus raus, kein Thema. Ja, und ich hatte eigentlich so ein gutes Gefühl, weil wenn ich da volle Zweifel rausgehe und ich denen nicht vertraue und ich die ganze Zeit an die Hunde denke, ja, was transportiere ich denn da? Und Hunde sind so gespürig, ne? Gerade die Wischlers. Okay, dann war ich, die Hundeschule ist bei uns gleich um die Ecke, also das sind keine 5 Minuten, bin ich da mit dem Auto. Und ja, bin dann auch schnell wieder zurück, ne? Okay. Gut, dann komme ich nach Hause. Ja, die beiden ein Fest, die Kleinen, also Aragorn war relativ entspannt, aber natürlich ziemlich aufgeregt, das ist ganz klar. Ich bin da auch unspektakulär nach Hause gekommen und dann sehe ich dieses Pampasgras da in diese Vase da hinten, lag alles auf dem Boden. Ne? Die Sachen vom Schuhmöbelchen, also dieses im Eingang, wie sagt man das auf Hochdeutsch, dieses Möbel im Eingang, also das, ja, ich sage den Schuhmöbeli. Da haben wir einfach die Sachen drauf, so die Schlüssel und das Zeugs, das noch in den Keller muss oder irgendwie ein Brief, den man noch runterlassen muss, egal. Und da habe ich einen Futterbeutel, ein Futterdummy, platziert gehabt, ganz hinten, weil ich den noch mit nach unten nehmen wollte ins Auto. Und ich habe den vergessen und ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Und ja. Und obwohl dieses ganze Fellgedöns für Aragorn auch einen sehr hohen Reiz hat, der geht das eigentlich nie klauen. Also das, wir haben da auch in der Schublade, wo der locker rankäme, ich glaube, der könnte die auch aufbringen, wenn der wirklich wollte, haben wir so Felldummies drin und ist nie ein Thema gewesen. Ne? Und deshalb, ich habe mir da gar nicht groß Gedanken gemacht und ja, man vergisst einfach schnell, dass man jetzt wieder bei Null anfängt. Ne? So quasi, nee, das ist eben nicht wahr. Sie kann schon einiges, sie ist schon in vielen Dingen, merkt man, da wurde ja auch schon mit ihr gearbeitet, da, die kennt schon gewisse Grenzen und Regeln, aber ja, ich meine, das ist eben trotzdem noch ein Baby, ne? Gut, dann kam ich rein, eben sie ziemlich aufgeregt, er etwas weniger, und dann lag das alles auf dem Boden, ne? Und ich so, wow, shit. und was mache ich dann, ne? Wenn ich in diesem Moment rumschreien beginne und schimpfen und mache, das hat keinen Sinn, ne? Weil ich kann es ja sowieso nicht mehr rückgängig machen und ich mache mich nur unsouverän, ne? Was ich aber gemacht habe, diejenigen, die auf Instagram sind, die können das da in der Story schauen. Da seht ihr auch nochmal die Bilder dazu. Weil, jetzt bin ich abgeschweift. Eben, ich bin rein und dann, ich habe einfach wortlos, habe ich die Situation zur Kenntnis genommen. Ich habe kein Wort gesagt, ich habe die nicht angeschaut, ich habe einfach die Situation begutachtet, ich bin drumherum gelaufen. Ich habe das so ein bisschen umkreist, so ein bisschen geschnauft, aber mehr nicht, ne? Einfach, dass die schon gemerkt haben, oh,
jetzt ist ernst. Jetzt ist irgendwie gerade nicht so gut, ne? Die sollten das auch merken. Da ist etwas, ja, die ist jetzt gerade nicht zufrieden. Das schon. Ich war nicht wütend. Ich bin nicht aus der Haut gefahren. Ich war nicht emotional oder irgendwie so einfach unaufgeregt. Aber trotzdem, ja, das geht mal gar nicht, ne? Gut. Und die sind da so um mich rumgewuselt und so, die haben das schon gemerkt. Und dann habe ich so ein bisschen was begonnen zusammenzuräumen und dann habe ich bemerkt, dass dieser Futterbeutel fehlt. Und so bin ich gegangen und habe geschaut und der war auf eine Fußmatte, also das ist auch so eine Sache, ne? Diese Fußmatte hatten wir eigentlich für uns, beziehungsweise für den Hund, für den Aragorn. Wenn man von draußen kommt, vom Garten und der Rasen nass ist, dass man sich da noch ein bisschen die Füße treten kann. Aragorn hat das immer interpretiert, also ich frage mich manchmal, ob der vielleicht gedacht hat, die hätten irgendwie die Größe nicht gefunden, da diese Menschen, dass das viel zu klein ausgefallen ist. Der denkt wohl, das sei nochmal ein Platz für ihn, ist es natürlich nicht, aber der hat immer seine Knochen dort drauf gefressen. Ne? Der ist immer dorthin gegangen, also nicht auf sein richtiges Kissen, also nicht auf seinen richtigen Platz, sondern er ging immer auf diese Fußmatte. Das ist natürlich, ich würde ja nie einen Schlafplatz oder einen Liegeplatz direkt neben der Balkontüre oder Terrassentüre platzieren. Ne? Das wäre ja sehr suboptimal. Ne? Naja, auf jeden Fall lag dieser Beutel dort auf diese Fußmatte bei der Terrassentür. Gut. Da war mir sehr schnell klar, worum es ging. Wahrscheinlich ist die da auf dieses Möbel raufgesprungen, hat wahrscheinlich diese Vase umgeworfen. Also da war auch nichts zerfetzt oder zerkaut. Deshalb hat, ich glaube, das hat die nicht auf diese Dinge abgesehen. Die hat wahrscheinlich einfach diesen Fellfutterdamm gerochen und wollte den holen. Ne? Hat sich den gefischt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die ziemlich erschrocken war. Und ich weiß auch nicht, ob Aragorn sie dann korrigiert hat, weil dieser Futterbeutel da lag und der war nicht zerkaut oder so, ne? Und ich bin dann hin, habe den genommen, wiederum wortlos, ganz ruhig und bin dann wirklich so ein bisschen damit ins Wohn also in die Mitte da vom Wohnzimmer gegangen. Und dann habe ich mal tief durchgeschnauft und die haben mich nur noch angeguckt. Also die haben, das ist schon spannend, ne? Wie das, was das dann für eine Wirkung hat. Dann habe ich diesen Futterbeutel einfach vor mir auf den Boden fallen lassen. Bam. So. Wieso mache ich das? Fragt sich vielleicht manch einer, wieso mache ich das? Weil jetzt könnten ja die Hunde ran. Und nee, die haben es nicht mal versucht. Und ich habe denen jetzt nichts gesagt oder ich habe denen jetzt nichts Böses getan, ich habe nicht rumgeschrien, ich habe keine Kommandos verteilt, gar nichts. Ne? Ich habe einfach eine klare Haltung gehabt, eine klare Ausstrahlung, eine klare Präsenz. Also die haben schon gespürt, jetzt knistert es in der Luft. Wehe, wehe, wenn sich auch nur eine daran wagt, dass ich hätte denen nichts getan, ne? Nur dass das nicht falsch verstanden oder interpretiert wird. Ich würde denen doch nie was tun. Aber einfach schon nur diese, wie soll ich das ausdrücken? Das ist immer so schwierig in Worte zu packen, ne? Ich bin dann noch so ein bisschen drüber gestanden und habe das einfach mal wirken lassen, ne? Und dann sind die einfach um mich rum, haben die sich hingehockt und haben mich so angeschaut. Nicht bettelnd, nicht fordernd, gar nichts. Einfach, die haben einfach gewartet und geschaut, was macht die jetzt? Was kommt jetzt? Die haben einfach geschaut, was ich tue. Die haben die Aufmerksamkeit auf mich gerichtet, aber ohne zu fordern, ohne zu betteln, ohne irgendwas. Die haben einfach abwartend geschaut, okay, was jetzt? Okay. Aber auch nicht irgendwie verängstigt oder so, also absolut nicht. Dann bin ich noch ein bisschen um diesen Futterbeutel rumgelaufen, so wirklich auch langsam und das ist ja auch so ein Merkmal. Beobachtet mal in der Natur. Wenn ein Tier, ein ranghöheres Tier, eine Ressource verteidigt oder verteidigt in Anspruch nimmt, die sind meistens sehr langsam und sehr cool und sehr souverän und die haben einfach so diese Klarheit, hey, das ist sowieso meins. Also, wisst ihr,
so quasi wie, pff, ist einfach wie so ein 2-Meter-Mensch, den du sowieso nicht in die Quere kommen willst. Ne? Der braucht nichts zu sagen und nichts zu machen. Und so gibt es aber auch ganz kleine oder feine Leute und so, die das manchmal ausstrahlen. Also ihr kennt das sicher auch. Es gibt einfach so Respektspersonen und die brauchen nichts Besonderes machen. Da hat man einfach einen Grundrespekt. Das sind so natürliche Autoritäten. Die strahlen das aus, die leben das. Ne? Und die haben so eine Selbstverständlichkeit. Und ich bin dahin mit so einer Selbstverständlichkeit. Dieser Footbird, der gehört sowas von mir. Das ist sowas von mein Futter. Das ist sowas von meiner Beute. Na, und ich verwalte die. Und ich habe den dann liegen gelassen. Ich habe mich ein bisschen entfernt und ich habe die so ein bisschen angeschaut. Und die wussten haargenau. Auch wenn ich da jetzt weggehe. Normalerweise ist es eine Hundesprache. Ja, wenn du die Beute liegen lässt, kannst du den nächsten nehmen. Dann ist es quasi wie freigegeben. Aber wenn du ganz klare Signale sendest, wenn du ganz klar mit der Energie, mit der Haltung diese Beute quasi noch im Auge behältst, und das den anderen auch signalisierst, hey, wage es ja nicht. Ich wollte damit einfach aussagen, schau mal, auch wenn diese Beute hier mitten im Wohnzimmer, mitten auf dem Boden, total zugänglich hier liegt und ich die hier liegen lasse, Jungs und Mädels, die ist untouchable, also untouchable, die ist einfach nicht für euch verfügbar. Die kriegt ihr, wenn ich sie euch gebe. Aber die geht ihr nicht selbst nehmen, selbst wenn sie da liegt. Selbst wenn ich sie auf dem Möbel vergesse. Das ist meins. Ne? So. die liegt jetzt schon circa seit ungefähr 1,5-2 Stunden hier auf dem Boden. Keiner der Hunde hat es gewagt, da ranzugehen. Und ich habe nichts großartig gemacht. Ich habe weder geschrien, ich war weder laut. Ich habe nur als... Ich glaube, Aragorn wollte kurz mal ran, dann habe ich nur ein Kssst gemacht und das war schon klar. Und die Kleine hat, glaube ich, auch einmal so ein bisschen noch eine Avance gemacht. Aber das braucht dann nicht viel. Und das ist ja das Schöne, ne? Wenn du klar bist, wenn du überzeugt bist und überzeugend bist, dann brauchst du nicht hart zu sein, dann brauchst du nicht heftig zu sein, dann reicht einfach der minimale, aber sowas von klare, ja, wie soll ich das ausdrücken? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und das ist für mich eine absolut gewaltfreie, aber sehr artgerechte Kommunikation. Und das ist auch eine Form von einer Art von Korrektur, aber auf eine sehr, sehr intuitive, natürliche Art. Also das ganz ein anderer Transfer. Ne? Und ich bringe jetzt auch die Ava, die kleine Ava, ich bringe den nicht mit Guteli, mit Leckerchen bei, auf ihren Platz zu gehen. Ne? Das geht bei uns ganz intuitiv, ganz anders. Ne? Das können wir dann in einem anderen Teil mal abhandeln. Oder dass die nicht einfach rausschießen soll. Also diese ganzen Abwarten und Impulskontrolle-Geschichten, diese ganzen sich zurücknehmen, Frustrationstoleranzaufbau-Geschichten, all das Zeug. Ich gehe da nicht in den klassischen Weg, wie man das sonst kennt, über Dressur diese ganzen Konditionierungen und alles, sondern ich gehe da viel einen natürlicheren Weg. Ich gucke das halt eben wirklich alles bei den Tieren ab, wie die da so funktionieren mit ihrer Raumverwaltung und so. Und habe natürlich da auch meine Vorbilder und Coaches und so. Warte mal, jetzt kommt da irgend so ein komischer... Ach so, egal. Ja, also, ich könnte jetzt noch schnell den Ort des Grauens zeigen. Aber so diese Geschichte zum heutigen Verlauf, wie das so gewesen ist. Aber und Aragorn das erste Mal allein zu lassen. Wir werden das zeitnah wieder machen. War auch interessant, sie hat natürlich, man muss wissen, ne, die hat jetzt 5-mal einen Wechsel gehabt. Ne? Aus dem Wurf zur ersten Familie, dann zurück zur Züchter, dann wieder zur nächsten Familie, zurück zum Züchter und dann wieder zu uns. Das ist schon nicht ohne, ne, für so ein junges Tier. Und ich finde, die ist schon sehr gut angekommen, die hat schon sehr viel Vertrauen und hat sich schon sehr gut fallen lassen können. Die liegt hier auf dem Rücken und die kuschelt sich in einen rein. Die ist mit Aragorn schon sehr vertraut.
Und jetzt fängt sie auch schon an, also schon vor ein paar Tagen, ein bisschen frecher zu werden. Das ist für mich eigentlich auch ein gutes Zeichen, weil das zeigt mir auch, die fühlt sich sicher und geborgen. Hier kann mir nichts passieren. Hier fliege ich nicht raus, auch wenn ich mich mal ein bisschen... Na, das ist jetzt wieder sehr menschlich ausgedrückt. Aber es ist für mich auch ein Vertrauenszeichen in dem Sinne, dass man sich auch mal was mehr erlauben kann. Ne? Weil gerade, also sie hat sehr einen guten... Man merkt, dass die mit den älteren Hunden schon ein bisschen Zeit verbracht hat. Länger als nur mit dem Wolf. Die versteht diese Sprache sehr, sehr gut, diese hündische Sprache, diese hündischen Regeln. Ne? Also das heißt, wenn du irgendwo neu in den Rudel kommst, dann hast du dich erstmal zurückzunehmen und anzupassen. Ne? Und dann kannst du dir Schritt für Schritt ein bisschen mehr Freiheiten erarbeiten und rausnehmen. Ja, so diese Geschichten. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß nicht mehr, siehst du, jetzt habe ich Stefan nicht dabei, der mich dann immer bremst, wenn ich abschweife. Der ist jetzt mit Aragon Trail gegangen und ich bin jetzt mit der Kleinen allein. Und ich werde jetzt dann gleich mir den Futterbeutel nehmen und mit ihr ein ganz kleines bisschen Apportieren aufbauen. Also wirklich ganz minim, wie wir das damals mit Aragon gemacht haben. Und dann darf sie diesen Futterbeutel eben auch mal haben, beziehungsweise das Futter draus fressen. Und das ist dann bei ihr und ich gebe es ihr dann und das ist dann eine coole Sache. Was steht da? Maximale Dateigröße reicht. Da warte mal, das ist aber blöd. Okay. Also, ich zeige euch noch schnell den Ort des Grauens gleich. Und ja, schreibt mir doch in die Kommentare oder uns, was ihr so erlebt habt mit den mit euren Hunden oder mit eurem Hund und mit dem ersten alleine bleiben oder so. Bei Aragon hatten wir nie sowas. Aber eben, ich bin jetzt vorhin auch das, was ich sagen wollte, ist, wir sind dann schnell nach unten zum Auto und haben Aragon mitgenommen, weil Stefan mit ihm trailen geht jetzt. Und dann ist sie auch das erste Mal ganz allein. Mit Aragon hat die nicht geheult, kein Problem. Aber jetzt vorhin, nur schnell in die Garage runter, hat die wirklich dann geheult. Und das ist was anderes als bellen und fordern oder wütend sein oder was auch immer. Es gibt ja da verschiedene Motivationen. Dieses Heulen, das zeigt mir schon ein bisschen die Verlustängste auch wieder. Die hat halt jetzt schon mehrfach erlebt, dass sie wurde aus dem Rudel, also das Rudel verloren quasi. Ne? Also ich weiß ja Rudel, ne? Das ist immer so, ja, ich weiß schon. Für diejenigen, die das sagen, das ist aber gar kein echtes Rudel. Nein, es ist, ja, Menschen sind nicht Hunde und Hunde sind nicht Wölfe, das ist mir alles klar. Ich sage das einfach der Einfachheit halber so. Wobei man ja jetzt auch wieder rausgefunden hat, na, Studie sowieso wird dann wieder dementiert und dann ist Studie sowieso wieder überholt und bla bla bla. Aktuell ist ja die Lehrmeinung so, dass man, also man hat ja lange gedacht, der Haushund hat nicht mehr viel mit dem Wolf zu tun. Aber man hat jetzt herausgefunden, da ist doch mehr gemeinsam, als man dachte und das sind nur irgendwie 0,4 oder was Prozent Unterschied und ja, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich schon das Gefühl, da müssen wir sehr kleinschrittig, sehr sensibel vorgehen. Ich habe dann auch bin dann gleich wieder, als ich hochgekommen bin, sehr unspektakulär, ein bisschen durch die Wohnung gelaufen. Die nur ganz by the way, bisschen Schnauzenkontakt und dann bin ich wieder raus und dann bin ich wieder rein und dann jetzt geht dann gleich nochmal und dann wieder rein, na, dass das einfach ganz normal wird und kein Problem und die kommen und gehen, aber vor allem sie kommen immer wieder, ne? Und das muss man dann halt kleinschrittig aufbauen und das zweite Mal hat sie schon nicht mehr geheult und das wird jetzt immer besser, also da habe ich gar keine Sorge. Und sonst werden wir schauen, ne? Dann wird es mir jedenfalls nicht langweilig. Aber nur so, dass ihr seht, also auch bei uns läuft manchmal nicht alles wie am Schnürchen und da passieren Dinge, aber es war ja auch ein bisschen mein Fehler. Ne? Ich habe das nicht bedacht, ich habe nicht mehr dran gedacht und so weiter. Und ihr seht dann aber, wie man das auch lösen kann und wie dann ein Lerneffekt daraus entstehen kann. Das ist ja wirklich schon eindrücklich, wie die Hunde dann effektiv alles liegen gelassen haben. So, jetzt mache ich dann schnell einen Unterbruch und dann nehme ich die Kamera den anderen Weg. Ne? So, also hier hinten, also das ist jetzt da so Gebuselzeugs. Das muss alles noch nach unten, ne? Ich sage ein bisschen Geld rum.
ist ein bisschen chaotisch bei uns. Ja, da irgendwo da hinten war der irgendwo deponiert, weil der noch nach unten musste. Ne? Und ja, die ist wahrscheinlich hier rauf. Und dann hat die sich den wahrscheinlich da geschnappt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es Aragorn war, so wie ich ihn kenne und erlebt habe bis jetzt. Man kann sich natürlich hier mit täuschen. Wahrscheinlich ist diese Vase dann deshalb umgefallen, weil die da irgendwie so ungestüm war. Ja, und ist natürlich jetzt alles voller Pampasgras, ne? Und das war aber auch nicht zerfetzt. Also ich glaube nicht, dass die da ran wollten. Zum Glück ist das noch einigermaßen heil geblieben, weil ich finde das eigentlich noch so ganz schön. Ich mag das und möchte das eigentlich nicht zerstört haben. Ja, und jetzt, ne? So, jetzt ist die da nur kurz schnuppern gegangen. Voilà, ihr seht, ich brauche nichts zu machen, nichts zu sagen. Die weiß es jetzt. Ha, genau, ja, ein bisschen Verlegenheitsgähnen. Es würde sie schon reizen, ne? Aber wenn ich jetzt hier wieder weggehe, ne? Wenn ich jetzt weggehe, ich muss hier gar nichts machen, ne? Die lässt das dann. Wir haben ein bisschen viele Kartonschachten, ne? In letzter Zeit geht man nicht mehr so oft in die Läden und bestellt sich ein bisschen viel. Das ist, naja. So, jetzt ist die da einfach aufs Kissen. So, voilà, so läuft das. Und der liegt da. Und der liegt jetzt da schon seit eben. Aragorn ist ja vorhin mit Stefan zum Trailen gegangen. Und der liegt jetzt einfach da. Und der wird jetzt einfach nicht genommen, bis ich den eben jetzt dann freigebe. Also das heißt doch, vorhin, als wir kurz nach unten sind, habe ich ihn kurz weggeräumt. Aber ich habe ihn dann ja gleich wieder hingeschmissen, ne? Ja, ja, so ist das. Also, warte mal. Ja, also, ich weiß nicht, kennt ihr solche Geschichten? Ich bin gespannt, was ihr da zu berichten habt. Ich nehme das alles mit Humor und das gehört halt einfach ein bisschen dazu, solche kleinen Zwischenfälle. Ich sage auch immer wieder, da kann ich auch wieder was davon lernen und ja, ich liebe die Zaubermaus und den großen Quatschkopf. Ja, schreibt gerne in die Kommentare und liken, Abo, was auch immer, Glocke, damit ihr nichts verpasst und so weiter, die ganze Geschichte, ne? Ich würde mich freuen und dann bis bald. Ciao.